war. Was mache ich jetzt? Trigger ich jetzt den JRPG-Fight? Ah, man kann Monstern ausweichen. Das ist interessant. Komm her. Ja, Ausführen von Komboangriffen hängt davon ab, wie viele Seelen die einzelnen Charaktere gerade besitzen. Reicht eine nicht? Ja, ich nehme an, das ist unser Mana. Benutze eine beliebige Kombination aus B, Y, A und X, um eine 3-Treffer-Kombo auszuführen. Du jagst echt Schweine mit Fäusten? Wenn du Gegner betäubst, besiegst oder mit Statuskrankheiten belegst, kannst du Seelen erhalten, mit denen du mehr Kombos ausführen kannst. Oh shit, wo kommen die denn her? Warum lädt der mich schon die ganzen Kacks im Borderlands-Spielen ein? Erstens habe ich keinen Bock auf Borderlands und zweitens habe ich keinen Bock mit Randomiro Borderlands zu spielen. Oh, die Kombos, Mann. 9 Treffer, Mann. Oh Gott, das scheint so ein weirdo Kampfspiel zu sein, ja? Ja, Fleisch eines erlegten Stachelschweins, köstlich und nahrhaft. Wenn du auf dem Schlachtfeld mit einem Gegner in Kontakt trittst, beginnt ein Kampf. Really, wir haben 2017. Ich glaube, die Leute haben verstanden, wie das funktioniert. Beginnt ein Kampf. Ja, gewinnen kannst du, indem du deine Gegner angreifst und sämtliche ihrer KP auf 0 reduzierst. Danke. Wenn du das Gefühl hast, einen Kampf nicht gewinnen zu können, kannst du zur Linie am Rand des Schlachtfelds laufen, um die Fluchtanzeige zu erhöhen. Sobald die Anzeige sich füllt, wirst du aus der Begegnung fliehen. Schlachtfelder mit rotem Rand kannst du jedoch nicht entkommen. Den Bossfights. Ein Linksi-Pilz, eine in Heilmitteln genutzte Pilzart, wertvoll genug, um sie zu sammeln. Klingt doch erstmal ganz okay. Saletana, es ist auch heute kein... Ey, wir starten ein neues Projekt-Stream. Das ist erstmal gucken, wie es mir gefällt, gucken, wie es euch gefällt. Dann entscheiden, spiele ich es weiter. Dann entscheiden, spiele ich es weiter mit euch oder alleine. Oh, fuck. War aber Bronze, waren wir Verbrauchsgut. Artes verbrauchen. Ja, Artes. Können wir es nicht Skills nennen? Skills verbrauchen den Seelengrad SG. Weil dein SG auf 0 kannst du zwar noch angreifen, aber wenn du verteidigst, wirst du zurückgeworfen. Löse eine Combo aus, bis SG auf 0 fällt und dein Angriff abgewehrt wird. Nutze LB, um zu verteidigen. Verringert Schaden der Gegner, aber verbraucht auch viel SG. Setze außerdem die Kampfposition zurück. Ich habe jetzt noch nicht so wirklich raus, wie ich SG bekomme, wenn ich Gegner töte, ja, aber nur dann. Also man kann auf jeden Fall zur Seite dashen. Was ist das? Sind das Seelen? Ja, okay. Man kann im Kampf also Seelen sammeln. Okay, das ist... Ich verstehe das Dash-System. Es ist nicht so, als müsste ich in eine Richtung drücken und dahin dashe.
Däche ich. So, jetzt kann ich wieder reden. Ich kann wirklich nach links und rechts dächen und sagen, vorwärts oder rückwärts. Das ist komisch, sich daran zu gewöhnen, aber es geht voll klar. Hier muss doch irgendwo noch eine Seele rumliegen, Alter. So, ich muss warten, bis er mich verteidigt. Okay. So, jetzt habe ich wieder Seelen bekommen. Also es ist ungefähr so, wie ich es verstanden habe. Nein, yes, maybe. Oh boy, Salitana. Die Verwendung von Skills, wenn du keine Skills hast, hat einige nachteilige Effekte. Die Kombo-Geschwindigkeit ist langsamer und Kombos werden schneller gesprengt. Angriffe werden leichter abgewehrt. Ja, das habe ich gesehen. Und abgewehrte Angriffe werden zurückgeworfen. Wodurch der Angreifer angreifbarer wird. Status-Effekte werden weniger wahrscheinlich verursacht und Heilungs-Skills stellen weniger KP wieder her. Betäubte Gegner jedoch können nicht abwehren. Also kannst du sie ungeachtet deiner Skillpunkte angreifen. Okay. Also das Tutorial ist bis jetzt, finde ich, echt übersichtlich. Man wird nicht mit zu viel zugeworfen, also bis jetzt komme ich voll klar. Das ist wahrscheinlich ein Safe Point, zu dem will ich aber erstmal nicht. Okay. Ich hätte gedacht, ich könnte jetzt hier mal gucken, aber nein. Speicherpunkte! Ich finde es aber cool, dass man schnell speichern kann. Ich würde es jetzt nicht unbedingt abusen, aber vom Boss oder so ist es schon praktisch. Apropos Waffen. Haben wir nicht... Das kalte Wetter ist terrible auf everyone's crops. But at least the city will buy our prickleborn meat now. Luffy and Arthur have been hoping the village could start raising them, but they can just be so temperamental. I wonder if they could be bred with more docile pigs. What would we call them? Oinkleboars? Wie gesagt, ich bin überhaupt nicht einverstanden mit diesen Cutscenes, ja, aber ich glaube, wir werden uns dran gewöhnen. About Pigglebore. Yeah, Pigglebore. That's a cute name. Maybe too cute though. We wouldn't want to discourage people from eating them. Fucking Safe Points hören sich immer noch gleich an. Ja, das ist gut. Normalerweise willst du in Spielen, dass sich Sachen einprägen und fortführen. Was ich mich halt die ganze Zeit frage, ist, wir haben ein fucking Schwert, aber benutzen das im Kampf gegen die Viecher nicht. Kann ich nicht einen Surprise-Attack machen? Wow, ich kann zwei Gegner gleichzeitig treffen. Woran sehe ich denn, ob die abwehren? Kann ich das sehen? Nein, lass mich gehen! Ich versuche gerade mal so ein bisschen die verschiedenen Kombinationen rauszukriegen, was sie so machen, ja, aber zumindest gerade scheinen die gleich zu sein. Ich versuche mal ein bisschen mehr zu kombinieren. Ich habe gerade wirklich mal alle vier verschiedenen Tasten nacheinander gemacht und geguckt, was rauskam, aber wenn man kombiniert, kommt wirklich was anderes raus. This should be enough to cover the medicine. I'd better bring these to the store. Klar, wir sollten uns überhaupt nicht ansehen, was in diesem riesigen Ruinendings hier ist. This place isn't safe. That hole's gotten bigger. I've told them 1,000 times they ought to build a fence, but they keep saying it's forbidden land. Even Celica used to scare me with it. She was always, this is a gateway to the underworld. Well, I'm too old to keep falling for that nonsense. Klingen an den Schuhen? Da habe ich nicht drauf geachtet, nee. Der hat spitze Schüchen, aber ich denke nicht, dass das zählt.
Ah, das Game ist absurd, da gibt es kein Schwerter. Fragt mir Weeps. Ich glaube nicht. Nein, das ist kein Weeb-Spiel. Wirklich nicht. Ich finde, das hat nichts mit dieser Weebologie zu tun. Ich würde es auch besser finden, wenn die Tails Games ein bisschen anders den Stil fortgeführt hätten. Aber es passt zu den Tails Games. Ich meine, selbst Phantasialand war schon leicht angehaucht, ja. Wenn man sich, wie hieß sie nochmal? Arnie, irgendwie die Hexe. Die war echt schon weird. Und die Tales Games sind auch so ein bisschen cringy, deswegen passt es. Wenn du schlägst, guck mal genau hin. Muss ich gleich machen. Wenn du den Chat triggern willst, da gibt es bessere Wege, ja. Aber die werde ich dir garantiert nicht nennen. Ja, wir erholen uns mal noch mehr Triple-Technik. Ah, ich sollte dran denken, dass ich ausweichen und abwehren kann. Er ist betäubt. Wow, der Ultra-Damage, wenn er betäubt ist. Ah, man regeneriert auch in der Defensive Stance einen Punkt. Okay. Ah, und das verbraucht auch. Okay. Das habe ich bis jetzt gar nicht so mitbekommen, dass das die ganze Zeit auch die Punkte regeneriert. Das ist interessant. Das heißt, man kann ähnlich wie in Dark Souls eine Attack Volley starten und dann next. So, ah, das meinen die mit, wenn ich kämpfe, dann steigen die Gesamtpunkte, die ich kriegen kann. Okay. Ist angekommen. Also mit der Zeit kriegt man es raus. Der ist in der Defensive Stance. Na gut. Ja, ich habe drauf geachtet. Es ist tatsächlich was da, aber ich habe nicht gecheckt, warum es hier nicht gezeigt wird. Aber das Schwert habe ich. Ich habe vergessen, auf Schwert zu achten. Ob vielleicht beim Schlagen ein Schwert kommt, aber habe ich drauf geachtet. Ich war jetzt auf die Schuhe fixiert und auf das Kampfsystem. Oh, Boys. Wait, the boars I hunted. Are you there? Piggy Balls incoming! Maxim 3. Never waver once your sword is drawn. Control your feelings to control the tide of battle! Whoa! Fünf Piggies! Oh, holy shit, jetzt kriegen wir die Special Attacks, oder? Verborgene Skills setzen auf Schaden und Angriffsreichweite, aber sie verbrauchen mehr Skillpunkte als Kriegsskills. Sengende Schneide ist effektiv gegen Bestien. Erlange einen Vorteil, indem du die Schwachpunkte deines Gegners auslöst. Wähle im Kampfmenü Skills. Stelle sengende Schneide auf A ein und drücke A. Ah, deswegen haben die ganze Zeit selber den gleichen Shit gemacht. Wir können ja wirklich verschiedene Skills reinpacken. Okay, das ist sengende Schneide. Feuer. Ein verborgenes, das einen brennenden Ring erzeugt, der besonders effektiv gegen Biester ist. Haben wir noch mehr gegen Biester? Okay, Boys, jetzt seid ihr sowas von gefistet. Oh, holy shit! Kann ich irgendwie den Fokus der Gegner wechseln? Das stört mich gerade noch.